Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, hallo, grüß Gott. Ich begrüße Sie heute wieder ganz, ganz herzlich bei Finanzen am Freitag. Es freut mich sehr, Sie heute wieder hier begrüßen zu dürfen und wir haben wieder einige Themen für heute mitgenommen. Natürlich ist alles überschattet ein wenig von Jackson Hole, von sozusagen der Fed-Entscheidung oder beziehungsweise den Auswirkungen, die diese neuen Zinsentscheidungen, die es ja nicht sind, sondern eher schon etwas, das die Börsen vorweggenommen haben, beinhaltet. Aber unser Thema heute soll das eben nicht sein. Unser Thema heute sind Unternehmen in der Cloud, wie wir so schön sagen, geschrieben haben, beziehungsweise eben Unternehmen, die sich mit Informationen im Internet und Cloud Data Collection befassen. Und da gibt es ja einige auf dem Markt, in die man traden kann und in die man auch sehr gut, denke ich, hier auch auf der X-Station bei XDB nutzen kann. Das ist eben Finanzen am Freitag. Hier noch einmal kurz Richard Ritschi-Dobitzberger, mein Name. Und ja, heute ist der 27. August. Und bevor wir starten, wie immer auch der Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Eben dass Unternehmen bzw. Finanzinstrumente, die erwähnt werden, auch von mir selbst getradet, gehalten werden bzw. werden können. Ich kann Ihnen sagen, dass die meisten in einer Art und Weise von mir genauso getradet werden, wie Sie es hier eben live bei Finanzen am Freitag sehen. Natürlich eine wahrheitsgerechte und gemäße Berichterstattung soll es hier geben. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Hier natürlich ganz zu Beginn immer das Risikomanagementsystem, das Ampelsystem, welches ich für Sie zu Beginn von jedem Finanzen am Freitag sehr, sehr gerne vorstelle. Und ich denke, dass so ein Risikomanagementsystem, ein Ampelsystem, das Sie gleich sehen, soll sich einfach jeder zurechtlegen, um eben auch für sich selbst zu visualisieren, wie viel Risiko möchte ich in meinem Depot, bei meinen Trades in der X-Station eingehen, um eben langfristig, und es geht natürlich hier sehr, sehr oft um die Langfristigkeit beim Traden auch erfolgreich traden zu können. Ja, vergessen Sie nicht, Sie haben auch die Möglichkeit, via dem Chat-Tool immer wieder Fragen zu stellen. Ich versuche die as soon as possible, also so früh und so schnell ich sie wahrnehme, beziehungsweise sofern ich sie beantworten kann, diese auch gerne jederzeit stellen und ich werde eben versuchen, diese zu beantworten. Ja, und jetzt zu Beginn, was ist das Traffic Signal System, beziehungsweise wie kann so ein Risikomanagementsystem im Speziellen aussehen? Zu Beginn nochmal, bevor es hier dann reingeht, für jene, die mich noch nicht kennen, die das erste Mal dabei sind, mein Name ist Richard Dobitzberger, in der Trading-Szene eher als Ritschi bekannt. Bin von der Ausbildung her studierter Molekularbiologe, habe ein MBA-Studium abgeschlossen im Zusammenhang oder beziehungsweise mit meiner Arbeit über Social Trading. Bin weiterhin in der pharmazeutischen Industrie tätig. Was heißt das für Sie? Oder das erwähne ich immer sehr gerne. Das heißt einfach, dass man Trading beziehungsweise Position Trades, Swing Trades, so wie ich diese betreibe, auch ganz gerne und sehr schön in einem längeren Zeitrahmen, auch neben der Arbeit am Abend, zum Beispiel nach der Arbeit am Wochenende, sich vorbereiten kann und diese Trades dann gegebenenfalls setzen kann. Also Trading ist nicht nur was für Daytrader, die dann auf 5 großen Bildschirmen herumlungern, sondern das kann man auch wirklich sehr entspannt machen und das möchte ich eben hier auch zeigen, beziehungsweise deswegen erwähne ich auch, dass ich weiterhin sehr gerne und mit Freude in der pharmazeutischen Industrie tätig bin. Seit 2012 mache ich das auf unterschiedlichen Social Trading Plattformen beziehungsweise Trading Plattformen und ich bin, und das erwähne ich auch sehr gerne, Gründer und Betreiber von Sotravo.com.
So, Trabo steht für My Social Trading World. Darinnen, da sehen Sie dann auch die längeren Fassungen beziehungsweise die Ideen, die Sie hier auch alle 2 Wochen bei Finanzen am Freitag sehen. Diese Unternehmen können Sie dort auch nachlesen. Zumindest die Fakten, die wichtigen Punkte, die ich sehr gerne heraussuche, um meine Trades zu starten. Und da bin ich dann ja schon auch direkt in den Trades beziehungsweise wie funktioniert so ein Auswahlverfahren? Wie gesagt, das muss sich wirklich jeder selbst auch überlegen für jene, die starten. Ich habe das so zurechtgelegt, wie gesagt, dass das Auswahlverfahren Unternehmen beinhalten soll, die mich auch interessieren. Und diese Unternehmen sind in meinem Bereich hier sehr subjektiv, natürlich sehr oft in der Biotechnologie und der pharmazeutischen Industrie beinhaltet. New Technologies, also Themen, die mich hier interessieren, Hightech und dergleichen. Das ist, was mir Freude bereitet, mir persönlich Freude bereitet. Da lese ich drüber auch gerne und deswegen trade ich diese Unternehmen auch sehr, sehr gerne. Wachstumspotenzialen sollen diese Unternehmen auch haben, aus meiner Sicht. Das erhöht sehr oft natürlich auch die Volatilität und es ändert ein wenig auch den Trading-Stil in diesem Zusammenhang, aber ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht, um auch einen Markt schlagen zu können, wenn man solche Unternehmen, diese Game-Changing-Unternehmen auch herausselektiert. Führungsstil, charismatische CEOs oder Visionen sind ein wichtiger Faktor, auf die ich reflektiere, beziehungsweise von denen her ich die Unternehmen herausselektiere und natürlich das politische, Markt- und globale Umfeld, ganz zu Beginn ja schon ein wenig erwähnt, Fed-Entscheidungen, Zinsentscheidungen lassen den Markt natürlich nicht kalt. Darauf muss man auch eingehen und deswegen gehört auch dieser Punkt, das politische Umfeld, Markt- und globale Umfeld, zu diesen Selektionskriterien, wie ich zumindest meine Unternehmen heraushole. Und wie gesagt, das muss sich, wie gesagt, jeder selbst überlegen. Ich denke doch, die Unternehmen, wenn man einen Position Trade startet oder schon in ein Unternehmen investiert, wie Aktie ist ja in der X-Station auch möglich, dann soll einen so ein Unternehmen schon interessieren, damit man eben einerseits natürlich da am Ball bleibt und auch die unterschiedlichen Informationen richtig für sich selbst auch interpretieren kann, weil das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ja. Habe ich so ein Unternehmen einmal selektiert, dann geht es schon in die Fundamentalanalyse und hier ist eben ein wichtiger Punkt im Position Trade gegenüber einem Swing Trade. Je länger das ein Trade dauern sollte, je länger dieser angelegt ist, also Position Trade, beziehungsweise auch wenn schon in den Aktienkauf geht, eine Investition, wo man einfach einen Wert schon sehr, sehr lange in einem Depot haben möchte, ein Stop-Loss vielleicht weiter länger, eine höhere Volatilität zulassen möchte, da spielt natürlich die Fundamentalanalyse eine wichtigere Rolle als wenn man zum Beispiel einen sehr kurzfristigen Trade startet. Die Fundamentalanalyse ergibt sich aus dem inneren Wert, die Fundamentaldaten, die man bei den Quartalsberichten, aber natürlich auch auf unterschiedlichen Plattformen lesen kann. Hier gehören für mich das PEI, also das Price Earning, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Deutsch, natürlich hinzu. Gewinnwachstum und Umsatzwachstum sind jene Faktoren, die mich insbesondere auch interessieren. Natürlich, weil in der Biotechnologie beziehungsweise in sehr technologischen Unternehmen, in sehr volatilen Unternehmen insbesondere darauf geachtet wird, wie hoch sind die Steigerungen in den nächsten Jahren auch im Zusammenhang mit Gewinn oder eben mit Umsatz. Ich nehme hier Palantir, die in den letzten Quartalsbericht angegeben haben, jährlich jetzt Steigerungen bis 2025 von bis zu 30% pro Jahr im Gewinnwachstum hier durchzugehen. Und das sind so Informationen, die mich natürlich dann insbesondere inspirieren und interessieren, wenn man hier einen Trade startet. Man versucht natürlich hier die Zukunft zu interpretieren. Das sind so die wichtigen Faktoren in der Fundamentalanalyse, wie gesagt, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, aber natürlich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis und bei einem längeren Trade wichtiger, bei einem Position Trade, bei einer Investition, je kürzer der Trade wird, desto weniger wichtig die Fundamentalanalyse. Dann tritt schon eher die News-Analyse für mich hinein. Hier als Beispiel mitgenommen, Palantir, mehr Daten, mehr Gewinn. Das war so die Überschrift auch bei unserem Blog, bei sotravo.com, wo wir eben
Big Data beziehungsweise Palantir analysiert haben im Zusammenhang mit den letzten Quartalsberichten. Und das ist natürlich auch diese Quartalsberichte, diese News oder bis heute ist Moderna, ein anderes Beispiel, Biotechnologie-Impfstofferzeuger, der eben 1,6 Millionen Dosen zurückholen muss, dass diese Informationen, diese Daten, also Dosen, Covid-19 Dosen, die hier abgelaufen beziehungsweise verunreinigt mit einem Metall verunreinigt gewesen sind. Diese Informationen gehen natürlich unmittelbar auch auf den Aktienkurs über und deswegen auch natürlich eine Analyse, die getätigt werden kann und aus meiner Sicht auch getätigt werden soll, um eine Risikoeinschätzung für unterschiedliche Unternehmen zu gewährleisten. Und ganz kurzfristig für den Einstieg, da geht es dann also in den Trade, in den Position Trade, in einen Swing Trade. Da berücksichtige ich sehr gerne die charttechnischen Analysedaten natürlich, wobei die Charttechnik wirklich, je kurzfristiger der Trade, desto wichtiger ist aus meiner Sicht auch die Charttechnik. Je längerfristiger ein Trade ist, desto länger beziehungsweise desto mehr geht es in die Fundamentaldaten oder verschiebt sich diese Kategorie in Richtung Fundamentaldaten. Ja, charttechnische Analyse, charttechnische Indikatoren, da ist ein Riesenportfolio, das Sie natürlich auch in der X-Station zur Verfügung haben. Ich habe hier drei mitgenommen und das sind eben diese drei, die ich hier kurz besprechen werde und die ich Ihnen zeigen werde. Warum habe ich diese selektiert? Naja, einfach, das muss sich, glaube ich, auch jeder ein wenig für sich selbst zurechtlegen. Diese drei Indikatoren, Bewertungsindikatoren, waren zum Beispiel ein Ergebnis von meiner Diplomarbeit, von meiner Masterthesis, wo ich eben unterschiedliche Trader interviewen durfte. Und ich habe diese so zusammengesammelt und mir hier natürlich im Ampelsystem das auch dann selbst zurechtgelegt. Diese drei Bewertungsindikatoren finden Sie in der X-Station ganz leicht, werde ich Ihnen dann auch unmittelbar zeigen. Und diese drei Indikatoren sind auch sehr, sehr schön für sich selbst zu interpretieren. Wie gesagt, es gibt eine Unzahl von Indikatoren, die eine Charttechnik oder eine Chartanalyse gewährleisten und ermöglichen. Eine Glaskugel ist keine dieser Bewertungsindikatoren oder stellt keine dieser Bewertungsindikatoren dar, aber sie zeigen oder sind schöne Hilfsmittel, um eben einen exakten beziehungsweise möglichst schönen Einstieg in einen Trade auch generieren zu können. Der erste, den ich hier vorstelle, ist der Relative Strength Index, der RSI, ein Momentum-Indikator, ganz leicht zu interpretieren, ein Wert unter 30 zeige ich Ihnen dann sofort, gilt als überverkauft. Das heißt, es sind sehr viele Verkäufer am Markt. Eine Gegenreaktion sollte oder könnte die Folge sein. Dieser Wert, der Relative Strength Index, der interpretiert oder ist so wie ein bisschen wie ein Pendel. Kann man sich wie ein Pendel vorstellen. Das Pendel schlägt auch wieder in die andere Richtung aus. Hier könnte man eben kurzfristig vielleicht den einen oder anderen Trade generieren, um eben diese so eine überverkaufte Situation als Käufer auszunutzen. Ein Wert über 70 gilt als überkauft. Hier ist es eben so, dass zu viele Käufer am Markt sind und hier dann eben der eine oder andere Verkäufer den Kurs drücken möchte. Und das ist auch so ein Faktor wie bei der anderen Seite. Unter 30 eben überverkauft, über 30 überkauft. Und dieser Wert ist eben ebenfalls hier ein ganz wichtiger, um eben vielleicht einen Einstieg in eine Short-Position zu starten. Der Trendindikator, der Moving Average Convergence Divergence, kurz MACD genannt, ist ebenfalls ein sehr schön zu interpretierender, eine Schnittstelle vom Negativ ins Positive, wird es positiv interpretiert, vom Positiv ins Negativ als negativ. Auch das werde ich Ihnen in der X-Station bzw. in den nächsten Slides dann auch nochmal kurz zeigen. Und die Bollinger Bänder, die eben hier ebenfalls als Preisindikatoren dienen, ein sozusagen Kurs, der am oberen Drittel der Bollinger oder in der oberen Hälfte der Bollinger Bänder eine Aufwärtsbewegung andeutet, das würde eben dafür stehen, dass ein Aufwärtstrend intakt ist. Eine Kreuzung der Bollinger Bänder über den Mittelwert wäre eben eine Umkehr, eine Einengung würde der Bollinger Bänder, werde ich Ihnen ebenfalls gleich zeigen, würde eben eine Ausreißerfunktion ergeben. Aber diese drei charttechnischen Indikatoren verwende ich eben als Hintergrundinformation beziehungsweise als Grundbaustein dann in der Folge für das Traffic Signal System, für das Ampelsystem. Und so sind eben diese
aufgebaut. Die Bollinger Bänder habe ich Ihnen schon gezeigt, beziehungsweise kurz aninterpretiert. Sie sehen, so ein Bollinger Band, ein Wert, wenn sich dieser nach oben bewegt und die Tageskerzen sich nach oben antasten, dann wird das eben als weiter, als Stärke im Kurs interpretiert. Eine Seitwärtsbewegung ist eben hier die Volatilität, die die Bollinger Bänder in Blau gehalten einengen, beziehungsweise wenn sich die Bollinger Bänder einengen und dann in eine Richtung ausbrechen, dann deutet das auf eine Kursänderung beziehungsweise auf eine Entstehung eines neuen Trends, eines neuen Kurses hin. Der Relative Strength Index jetzt unten angedeutet, die blaue Linie, ein Wert unter 30, so ist das angegeben, zeige ich Ihnen aber den Index Station auch noch gleich einmal, wäre eben überverkauft, ein Wert über 70 als überkauft, das passiert dann, die könnten kurz verwendet werden, um eben diese Gegenreaktionen zu gewährleisten. Und der MACD hier in Rot und Grün gehalten, Schnittstellen von negativ ins Positive stehen für steigende Kurse, von positiv ins negativ eben für fallende Kurse, beziehungsweise je nachdem, ob es zu einem Anstieg kommt oder zu einem Abfallen in die jeweilige Richtung, könnte sich dann der Kurs weiterentwickeln. Wie gesagt, mit sehr vielen Wenns auch und Ifs begleitet, aber es sind eben Indikatoren, die man im Zusammenhang beziehungsweise in der Kombination, denke ich, sehr oft und sehr gerne auch nutzen kann, um ein für sich selbst optimales Trading-System beziehungsweise auch Einstiegsszenario in einen Trade zu generieren. Am Ende dieser sozusagen drei Faktoren der Fundamentaldaten, der News-Analyse und eben diesen Einstiegsmöglichkeiten via dieser Indikatoren steht dann das Ampelsystem, und das Ampelsystem nutze ich eben in der X-Station, um ein Risikomanagement-System sichtbar zu machen. Der Einstieg in so ein Ampelsystem wird mit schwarz gekennzeichnet, eine schwarze horizontale Linie beziehungsweise vertikale Linie ergeben hier den Einstiegspunkt an, um diesen zu visualisieren. Rot, das einzige Dogma in dem Ampelsystem, ist eben ein Punkt, der ganz wichtig ist, um das Stop-Loss zu generieren. Das Stop-Loss, eben das einzige Dogma im Trade, ein ganz wichtiger Faktor, um eben auch zu gewährleisten, dass hier das Risiko je nach Depotgröße auch gut analysiert und durchgeführt ist. Die Sondereffekte sind eben gelbe Markierungen, gelbe Ellipsen in der Regel. Diese geben zum Beispiel Breakaway Gaps an, also Ausbruchsszenarien, aber ich nutze diese auch sehr gerne, um Quartalsberichte oder News zu visualisieren, weil die X-Station kann man natürlich auch gegebenenfalls wie ein Tagebuch dann generieren. Man sieht dann, wie sich gewisse News in der Vergangenheit ausgewirkt haben und ob es hier vielleicht einen kleinen Schlüssel zu zukünftigen Trades geben könnte. Und das Ziel ist immer mit einem grünen, mit einer grünen horizontalen Linie gezeigt. Das kann entweder ein Take Profit sein, das heißt ein Trade, wo ich dann mit diesem Take Profit hinausgehe. Das wäre bei mir immer das maximale Analystenziel, oder was auch möglich ist, eine Anpassung aufgrund von Tageskerzen, die gewerkstelligt werden kann. Also, wie gesagt, das ist sozusagen das Traffic Signal System. So sieht es dann auch im Chart dann, wie Sie es dann später sehen, aus. Sie sehen das Einstiegsszenario mit einer horizontal beziehungsweise mit einer vertikalen schwarzen Linie. Das ist sozusagen der Zeitpunkt des Einstiegs, in Rot das Stop-Loss und in Grün angegeben das Ziel beziehungsweise die erste Anpassung. In diesem Slide wäre das Hoch vom 24.11.2020. Das wäre so ein möglicher Widerstand, wo man dann eben anpasst, den Trade anpasst in Form eines Trailing Stop Loss oder eben ein Take Profit nimmt. Das heißt dann wirklich hier den Trade aktiv beendet. Ja, das ist, wie gesagt, die kurze einleitende Präsentation, wie bei jedem Finanzen am Freitag, das ich sehr gerne hier für Sie halte. Sie können natürlich immer auch das Chat-Tool verwenden, und wenn es hier jetzt einmal keine Fragen gibt, dann gehe ich auch sofort in die X-Station hinein und werde Ihnen
diese einzelnen Punkte anhand aktueller Trades, laufender Trades und natürlich auch neuer Trades schon einmal dann generieren, damit Sie ja mal sehen, wie so ein Ampelsystem dann zusammengebaut werden kann und wie natürlich auch die einzelnen aktiven Trades betreut werden, beziehungsweise wir haben ja heute das Themengebiet, die Cloud, Cloud Systems, Cloud Computing und wie man hier eben Trades eventuell durchführen kann. Ja, bevor ich ins Cloud Computing hineingehe, möchte ich nur auch ganz kurz jene Faktoren bzw. jene Panels für Sie vorstellen, die ich sehr gerne in der X-Station benutze. Sie sehen einmal auf jeden Fall hier, ich zeige es Ihnen an, ein Dropdown-Menü. So ein Dropdown-Menü ist immer auch sehr praktisch. Hier kann man sich selbst auch unterschiedliche Branchen generieren, unterschiedliche Werte, Aktien zusammenstellen. Sie sehen hier zum Beispiel bei mir mal die Dividendenaristokraten, Energy Umbrella, aber auch unterschiedliche Webinare aus der Vergangenheit. Also dieses Dropdown-Menü, hier kann man sich wirklich die einzelnen Branchen für sich selbst auch generieren, ist auch sehr hilfreich, nutze ich sehr gern. Die Indikatoren selbst können Sie hier einstellen, bei diesem FX auf der Seite, zum Beispiel RSI, Relative Strength Index. Sie gehen hierher und Sie haben hier dann die Möglichkeit, den Relative Strength Index einzusehen. Und das wäre dieser jetzt ein bisschen blau hervorgeleuchtet. Das ist der RSI, der Relative Strength Index. Natürlich, dasselbe gilt für den MACD, den Konvergenz-Divergenz-Indikator. Den haben Sie hier auf der ganz unten in den roten beziehungsweise in grünen mit grünen Candles ganz unten. Das wäre eben der MACD, den Sie über dieses Panel einholen können und natürlich auch die Bollinger Bänder. Sie sehen es, Bollinger Bands, das wären diese jetzt in blau hervorgehoben, bisschen fetter gemacht. Das sind jene, die ich immer sehr gerne nutze. Wie gesagt, das sind jene Indikatoren, die ich nutze. Und natürlich, Sie haben hier auf der Seite bei diesem Panel noch die unterschiedlichen Funktionen wie Trendlinien, vertikale Linien, horizontale Linien, aber auch Rechtecke, Ellipsen, Dreiecke, was immer Sie wollen. Sie können das hier sehr schön in der X-Station nutzen und das zeigt sich dann natürlich auch, so kann man sich, glaube ich, auch sehr gut zurechtfinden. Ja, das zu diesen Funktionen einmal von der X-Station, die ich nutze und jetzt zum Themengebiet auch schon. Einige Unternehmen sind ja schon in offenen Trades enthalten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das freut mich natürlich. Da sind auch noch Trades offen und die können wir heute anpassen. Eines dieser Unternehmen, das auch im Cloud Computing Bereich dabei ist, ist Microsoft, aber auch Alphabet. Und Sie sehen unten bei den offenen Positionen, diese beiden laufen schon länger. Grundsätzlich ist es ja so, Cloud Computing wächst ja sehr, sehr rasant weiter, hat im, bis zum Jahr 2022 voraussichtlich einen weltweiten Markt von über 480 Milliarden US-Dollar. Das umfasst eben Geschäftsprozesse, Plattformen, Infrastruktur, Softwaremanagement, Sicherheit und Werbedienste. Also diese öffentlichen Cloud-Dienste sind schon richtige, also sind richtig große Player, die wirklich auch viel Umsatz generieren und die insbesondere während der Pandemie einen richtigen Hype erfahren durften. Ob und wie dieser Hype weitergeht, ist natürlich noch nicht vorherzusehen, aber es hat schon den Anschein, dass es sich hier um nicht eine Eintagesfliege handelt, sondern dass hier eine generelle Wertschöpfung in den nächsten Jahren noch entstehen wird und das bleibt natürlich spannend und hier sind natürlich einige große Player auch mit an Bord beim Cloud Computing bei unserem heutigen Thema und eines ist eben Microsoft und Microsoft sehen Sie hier ja schon in den offenen Positionen, das heißt hier wurde ein Trade schon gestartet und dieser Trade wurde am 16.07. also bei einem Finanzen am Freitag geöffnet und Sie sehen es auch hier schon, ich habe hier bei diesem Dropdown-Menü die einzelnen Finanzen am Freitag zusammengenommen und Microsoft hier eben auch schon mit dabei. Hier war das Thema Unternehmen im Zusammenhang mit
mit neuen Technologien. Computer, IBM war hier dabei, Twitter war hier dabei. Das waren die digitalen Revolutionsunternehmen sozusagen bei diesem Finanzen am Freitag für jene, die dabei waren. Und bei diesem Finanzen am Freitag wurde eben auch dieser Trade mit Microsoft eröffnet. Sie sehen es hier sehr schön, die horizontale schwarze Linie, die eingegebenen Werte, die eingegebenen Ellipsen. Sie sehen hier diese einzelnen roten bzw. grünen Kerzen zeigen immer den maximalen bzw. minimalen Tageskurs und das können Sie hier mit dem Dropdown-Menü auf der oberen Seite immer auch einstellen für sich selbst. Ich sag mal, Daytrader werden eher in der Minuten-Charts-Linie bleiben. Ich als Position-Trader oder Swing-Trader habe hier die 4 Stunden beziehungsweise immer wieder auch diese Tagescharts, diese Tageskerzen offen. Das kann man hier, wie gesagt, auch live sehr schön, sehr rasch ändern. Das wären zum Beispiel 1 Stunden Kerzen. Wie gesagt, ich benutze in der Regel diese Tageskerzen, weil hier meine Position Trades immer etwas länger laufen. Sie können in der X-Station natürlich auch unglaublich weit hinaus zoomen mit dem Steuerkreuz. Sehen Sie dann, wie weit Sie wirklich hinaus sind. Zum Beispiel hier wären das bis 2010, wo Sie hier eine Historie von Microsoft haben. Da hat das Unternehmen noch einen Marktwert von etwa 25 US-Dollar gehabt. Aktuell also 10-mal so hoch der aktuelle Kurswert und so können Sie natürlich hier die X-Station nutzen. Wie sieht es dann aus? Wie ist dieser Trade entstanden? Sie sehen hier diese gelben Ellipsen. Das waren einfach hier diese ehemaligen Widerstände, die immer wieder zu Unterstützungen wurden und so wurde auch dann eben diese Idee gestartet. Diese Idee wurde gestartet bei 280,51 US-Dollar, aktueller Kurs von Microsoft, eben auch ein Unternehmen, das im Cloud-Bereich tätig ist, wo sich hier eben ein rasantes Wachstum ergibt. Der aktuelle Kurs bei 299 US-Dollar und Sie sehen, das Stop-Loss wurde in der Folge in einem letzten Finanzen am Freitag live ja schon nachgezogen, aufgrund dieser Ellipse, die Sie hier sehen, auf einer möglichen Unterstützung. Diese Unterstützung konnte halten. In der aktuellen Situation scheint es hier rein charttechnisch, kam es zu einer weiteren Einengung der Bollinger Bänder am 18.8., also am 18. August und mit 2 starken Tageskerzen hier zu einem Ausbruch, wobei hier es wieder zu einem Rückfaller gekommen ist. Dieses Gap vom 20. August wurde offensichtlich heute geschlossen und eine Anpassung dieser Idee, denke ich, ist durchaus in der Logik enthalten, dass der grüne, diese grüne horizontale Linie, also dieser mögliche neue Wert, dieser wird auf 305. Das wäre hier ein möglicher Widerstand. Sie sehen, man kann hier in der X-Station natürlich ständig die einzelnen Ideen auch live behandeln und weiter behandeln. Im Position Trade ist ja das sehr schön möglich. Sie sehen, hier gibt es offensichtlich einen Widerstand. Dieser Widerstand wäre durchaus ein mögliches nächstes Ziel. Und was Sie hier auch sehen oder was ich hier wahrnehme, ist, dass dieser Widerstand zu einer zukünftigen Unterstützung werden sollte, beziehungsweise dieses Hoch dieser Kerze bei 297, also ich würde sagen bei 295, dieser Wert müsste halten. Ansonsten würde aus meiner Sicht dieser Rücksetzer nicht eine kleine Korrektur sein, sondern könnte sich durchaus dann zu einer Trendwende ändern. Aktuell ist es noch nicht so weit, deswegen werde ich hier das Stop-Loss nicht zu hoch hinauflegen, sondern auf eben 295 US-Dollar. Und so rasch geht das. Sie sehen es, 295 US-Dollar, auch die Einstellungen hier im der Ampelsystem werden angepasst und damit ist eben hier diese Idee weiter laufend, aber eben angepasst mit einem Stop-Loss bei 295. Was Sie hier sehen, ist eigentlich ein typisches
Trailing Stop Loss, das heißt, der Stop Loss wird aufgrund des Trends, der sich hier aus meiner Sicht ja oder der aus meiner Sicht hier noch immer gegeben ist, angepasst. Sie sehen es hier, das könnte eine theoretische Trendlinie sein. Ich nenne es mal so, ist natürlich hier nicht exakt, aber der Trend ist meiner Meinung nach aufgrund auch der Bollinger-Bänder noch intakt. Bei 2,95 würde ich hier eine mögliche Unterstützung sehen, die halten muss, ein bisschen über dem, ich würde sogar sagen, bei 2,97, wo sich dieses Gap beendet hat, beziehungsweise wo heute ja auch diese Unterstützung stattgefunden hat. Sollte der Wert darunter fallen, würde ich diesen Trade beenden und mit 15 US-Dollar Gewinn eben diesen Trade beenden wollen, bevor ich hier noch zusätzlich ein Risiko eingehen würde. Wie gesagt, so rasch geht das. Microsoft ja eben auch ein Unternehmen, das heute sehr gut in das Thema Cloud Computing passt und das damit angepasst wurde. Sie sehen es, so funktioniert dann auch das Ampelsystem. Die gelben Ellipsen, die gelben Linien, die gelbe Linie, vertikale Linie hier wären eben oder wäre das letzte der letzte Quartalsbericht gewesen. Und Sie sehen, so kann man das dann anpassen. In der Folge lebt dieses Ampelsystem natürlich dann. Und man kann sich natürlich auch das Ampelsystem in einem Trade immer wieder auch zurechtlesen legen. Das heißt, man kann auch jederzeit gerne das Ampelsystem, wenn man nicht dabei ist, nutzen, um eben einzusteigen, weil es sich hier natürlich immer auch anbietet, die Trades aktiv zu halten. Es ist natürlich eine Form von Trendfolge und spannend, eben wenn es hier zu längeren Trends auch kommt. Und das ist hier bei Microsoft sehr, sehr schön der Fall. Gestartet ja am 16. Juli und der Kurs bzw. der Trade läuft jetzt dann schon seit mehr als einem Monat. Ja, Microsoft, wenn Sie wollen, auch die Analysten, die ich mir immer angucke, ein ganz spannendes Portfolio an Analystenstimmen, die sich ergeben, wenn man das hier analysiert. Und hier ist es so, dass das niedrigste Kursziel aktuell bei 281 US-Dollar liegt, also durchaus sehr eng beim aktuellen Kurs. Das maximale Kursziel läge bei 411 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel bei 330 US-Dollar. Also Microsoft, ein Unternehmen im Bereich hier Cloud Computing, das sehr, sehr spannend ist und das hier auch von den Kurszielen durchaus eine gewisse Attraktivität hat. Die Größe des Unternehmens ist natürlich gigantisch, mit mehr als 2,3 Billionen US-Dollar, das größte Unternehmen aktuell. Ja, das zum Thema Microsoft. Sie sehen es sehr, sehr rasch, sehr, sehr schön angepasst. Und ich glaube, so einfach kann Trading in einer gewissen Art und Weise auch sein. Sie sehen es, wie rasch das in der X-Station möglich ist und wie einfach man natürlich auch an einem Freitagabend oder nach der Arbeit als Position Trader hier agieren kann. Aktienbörse kann hier wirklich als Hobby gesehen werden und das, glaube ich, macht es dann auch wirklich spannend und das macht auch wirklich Freude. Und mit so einer Technologie, wie es eben die X-Station bietet, ist das noch viel schöner, weil da hat man wirklich professionelle Tools an den Händen, an der Hand, bei der Hand und man kann das sehr schön auch im, sage ich mal, Hobbybereich nutzen, wenn man eben nicht nur vom Trading leben möchte. Das nächste Unternehmen, ebenfalls ein Unternehmen, das sehr spannend in, im Clouding-Bereich, im Cloud-Computing ist, ist Google. Und Sie sehen, Alphabet, die Google-Mutter, ist hier ebenfalls ein Trade, der schon geöffnet ist, der schon seit der Vergangenheit offen ist, der Öffnungszeitpunkt, der 30. Juli. Und auch den werde ich mir sehr gerne mit Ihnen jetzt noch ansehen, beziehungsweise diesen Trade auch adaptieren. Sie sehen es, hier war der 27. Juli ebenfalls gelb markiert, jener Tag, wo es eben die letzten Quartalsberichte gegeben hat. 27. Juli, ja, auch Google sehr, sehr gute Zahlen geliefert, obwohl es dann von der Reaktion eher in einer Seitwärtsbewegung übergegangen ist, aber trotzdem noch immer mit leichten steigenden Tendenzen, wenn man die Bollinger-Bänder hier heranzieht. Eine Einengung, die sie
hier im August sehen. Wann war das genau? Das ist hier eben eine Einengung mit 20. August und der Ausbruch dann am 23. August aus diesen Bollinger-Bändern. Und das ist genau auch so das Schöne an diesen Bollinger-Bändern. Die kann man hier sehr nett interpretieren. Ein Ausbruch, der hier eben weitergeht. Also eher fast wie im Bilderbuch der MACD, wenn Sie so wollen, ganz unten hier von einer negativen, leichten Kurskorrektur, dann auch das Kreuz ins Positive, auch das sehr positiv bei Google. Und Google erst jetzt leicht überkauft, das heißt jetzt erst mehr Käufer am Markt, bei 75 sind wir hier, 70 plus, haben wir gesagt, ist überkauft. Also das wäre eher der einzige Faktor von diesen drei Indikatoren, der zum Abwarten animieren würde. MACD, Schnittpunkt aktuell, beziehungsweise Bollinger-Bänder, Einengung und Ausbruch sind sehr, sehr bullisch weiterhin aus meiner Sicht. Und Alphabet ist aktuell ist gestartet worden mit einem Eröffnungspreis in diesem Trade am 30. Juli bei 2689,27. Aktuell ist hier der Kurs fast um 200 US-Dollar hochgegangen. Die grüne horizontale Linie, das wäre dieser vergangene Widerstand, der hier gebrochen wurde. Ich kann und würde hier das neue Ziel um diese 2870 sehen. Und das Stop-Loss würde ich hier sehr gerne anpassen. Einfach aufgrund dieser Einengung und des aktuellen Ausbruches würde ich hier das Stop-Loss um dieses Tief bei 2805 US-Dollar sehen. Wenn Sie sich wundern, wo ich diese genaue Zahl hier habe, mit dem Steuerkreuz öffnet sich auf der linken Seite, wenn Sie genau schauen, öffnet sich auf der linken Seite immer so ein Kästchen und mit diesem Kästchen sieht man den tiefsten, den höchsten Kurs des Tages, eben diese Candles. Ich habe ja Tagescandles eingestellt, beziehungsweise den Eröffnungs- und den Close-Kurs. Und hier eben wäre dieses Tief bei 2850. Das heißt, ich werde das Stop-Loss deswegen auf 2804 in etwa ansetzen. Das ist ein leicht unter diesem Bereich und in der Folge eben in diesem Bereich, da meine ich unter dieser Kerze, und in der Folge werde ich natürlich auch das Ampelsystem hier anpassen, damit das auch sehr gut visualisiert bleibt. Und Sie sehen, so rasch geht das, eine Anpassung im Trend. Damit ist auch diese Idee im Gewinn gefestigt, das heißt, dieses Stop-Loss, der Trend wurde mitgenommen und in der Folge kann hier eben von weiter steigenden Kursen profitiert werden, beziehungsweise, wenn Sie so wollen, eben sollte es zu einem Rücksetzer kommen, Verluste beziehungsweise der Gewinn dann realisiert werden. Was sagen die Analysten zu Alphabet? Alphabet ja am 27. Juli die Quartalszahlen berichtet, am 28. Oktober, da ist es noch ein wenig hin, wird es die nächsten Quartalszahlen geben. Die Analysten sind ebenfalls weiterhin sehr, sehr bullisch. Das niedrigste Kursziel aktuell liegt bei 2700 US-Dollar, also durchaus noch in einem sehr engen Bereich hier. 2700 aktuell der Kurs bei eben 2861, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3184, also auch hier klar über dem aktuellen Kurs, und das maximale Kursziel liegt bei 3600 US-Dollar, also noch in etwa stolze 800 US-Dollar über dem aktuellen Kurs. Ja, auch hier diese Idee live angezogen. Sie sehen es, natürlich sollte man Interesse haben oder noch nicht in Alphabet einen Trade gestartet haben, könnte man durchaus genauso dieses Szenario eingeben. Das heißt, ein aktuelles Stop-Loss von ungefähr 2804 US-Dollar ist aufgrund dieser vier Tageskerzen, die Sie sehen, und den Ausbruch aus den Bollinger Bändern durchaus ein Ratio, die sich ergeben könnte. In der Folge natürlich ein Take-Profit
bei 3.600 sehen Sie es bei mir. Das ist eben ein Take Profit, das sich aufgrund des maximalen Kursziels der Analysten ergibt oder eben eine Anpassung in der Folge via Trading Stop Loss. So werde ich das weiter fortführen. Wie gesagt, auch eben Alphabet aus meiner subjektiven Wahrnehmung weiter ein ganz, ganz spannendes Unternehmen im nicht nur Cloud Computing Bereich, aber weil es ja heute das Thema ist, mitunter dort ebenfalls. Ja, in der Folge auch bei diesen offenen Positionen sehen Sie hier noch einige offene Positionen, die hier sehr sichtlich sind. Da werde ich dann in der Folge nicht mehr eingehen heute, einfach um dem Themengebiet Cloud Computing noch näher auf den Zahn zu fühlen. Aber Sie sehen es, jetzt haben wir ja schon hier zwei Unternehmen hier weiter bearbeitet, wo eben diese Trades angepasst wurden. Und so einfach und so rasch geht das in Wirklichkeit in der X-Station. Und Sie können hier eben mit einem Ampelsystem oder einem adäquaten Risikomanagementsystem, das Sie sich ja zurechtlegen können, auch selbst zurechtlegen können, so einfach Anpassungen durchführen und wichtig natürlich aus meiner Sicht immer auch ein adäquates Stop-Loss einzufügen, damit eben man möglichst lange und auch erfolgreich traden kann, weil es natürlich dieses Regelsystem, ein einfaches Regelsystem durchaus ausschlaggebend ist, um langfristig erfolgreich traden zu können. Und auch Spaß zu haben. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, aber jetzt weiter in der X-Station und mit den einzelnen Unternehmen, die ich Ihnen vorstellen möchte und wo ich natürlich auch diese Chartbilder, die Charts schon einmal geöffnet habe. Und das erste Unternehmen, das ich Ihnen hier heute mitgenommen habe, ist Salesforce. Salesforce sehen Sie ebenfalls eine ausgezeichnete beziehungsweise unglaubliche Kursentwicklung. Seit 2012 hat sich hier der Kurs ebenso fast verzehnfacht, wenn Sie so wollen. Und aktuell hat hier Salesforce insbesondere eine auch charttechnisch schönes Szenario sich ergeben. Und das möchte ich Ihnen eben in der Folge auch weiter fortführen. Was ist Salesforce? Salesforce eben ein cloud-basiertes Softwareunternehmen, das ganz besondere CRM-Systeme, also Customer Relationship Management Services, anbietet und an unterschiedliche Firmen verkauft. Am 25. August kam es hier eben zu den letzten Quartalsberichten, die ebenfalls sehr, sehr gut ausgefallen sind. Der Umsatz von Salesforce hat sich auf 6,34 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 23% erhöht und der Cloud-Bereich hat sich ebenfalls um 1,6 Milliarden US-Dollar um 23% erhöht. Die Stimmen der Analysten hier, das niedrigste Kursziel aktuell liegt bei 242 US-Dollar, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 300 US-Dollar und das maximale Kursziel bei 350 US-Dollar. Und mit diesen Zahlen würde ich dann diese fundamentalen Daten, kann man hier natürlich sehr, sehr schön verwenden, um eben hier auch einen Trade zu starten, weil das Chartbild aktuell aus meiner Sicht ebenfalls sehr schön ist. Warum ist es so spannend hier, auch bei Salesforce sich das Chart anzusehen? Sie sehen es hier einmal, wenn man hier die letzten Monate betrachtet, hat es hier bis eben in etwa April, Mai einen Abwärtstrend gegeben. Dieser Abwärtstrend, der wurde um diese, ja, wie möchte ich für Sie hier noch etwas schöner machen, mit einem Gap, das Sie hier sehen, wurde dieser Abwärtstrend vom 28. oder um den 28. durchbrochen. Ein neuer Trend könnte hier oder hat hier eingesetzt und dieser neue Trend ist eben ein sehr spannender, der sich hier natürlich in einen steigenden Trend etabliert hat. Ja, warum auch hier so spannend? Einmal natürlich dieser schöne Ausbruch
den Sie hier sehen nach den Quartalszahlen mit dem Ausbruch aus diesem Tief, mit dem Ausbruch aus diesem fallenden Trend. Und aktuell sehen Sie genau ein sehr ähnliches Szenario, wenn es hier um einen Ausbruch aus den Polymerbändern geht, nach den Zahlen, die jetzt eben am 25. veröffentlicht wurden, am 25. August. Sie sehen es hier, kam es insbesondere zu einem Breakaway Gap aufgrund dieser sehr, sehr starken Zahlen. Ein Breakaway Gap eben ebenfalls mit einem Ausbruch aus diesen Polymerbändern, aus dieser Seitwärtsbewegung. Und das stimmt mich natürlich als Trader in Kombination mit den Analysten und den Analysenzielen, die im Maximum bei 350 US-Dollar liegen, grundsätzlich sehr positiv. Sie sehen es, ein mögliches Szenario, Ausbruchsszenario, beziehungsweise hier sehen Sie diesen Widerstand bei ungefähr 253 US-Dollar. Wenn man das Steuerkreuz hier heranzieht, sehen Sie es einmal, um den Juli herum waren es hier das Hoch bei 253, dann hier mehrmals um diese 253 und jetzt mit dem 20. beziehungsweise eindeutig 25. August konnte dieser erste Mal aufgetan werden. 253, das wäre hier zum Beispiel einmal ein ganz schöner Wert, um so einen Trade auch zu generieren. Ja, in der Folge dieser Ausbruch sehr, sehr schön aus diesen Bollinger Bändern Richtung Norden und in der Folge eben auch die 350 US-Dollar, die jetzt ist leider das Internet kurz ein wenig zusammengebrochen. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles hier. Und zwar bei 253 US-Dollar. Das könnte ein mögliches Stop-Loss dann in der Folge sein. Und natürlich, wenn man es hier weiter sich das ansieht und hier ein nächstes Ziel finden möchte, das könnte ein Widerstand um diesen September letzten Jahres sein. Das werden hier so bei etwa 283. Das war so das maximale Kursziel im September schon. Und wenn Sie wollen, eine vertikale Linie, um hier einmal den möglichen Einstieg in einen aktuellen Position Trade zu generieren. Ja, betrachtet man also insbesondere Salesforce, sieht man hier natürlich einmal aufgrund des Durchbruchs und des Ausbrechens aus diesem Abwärtstrend und aktuell diesen Breakaway Gap, wie man das so schön nennt, denke ich doch durchaus eine schöne Chance. Und in diesem Zusammenhang geht es natürlich auch in der X-Stage sehr, sehr einfach, einen Trade zu eröffnen. Man sucht sich hier für sich die korrekte Ordergröße. Ich nehme hier einmal eine Margin von 1.000 US-Dollar und starte hier den Kauf. Und in der Folge werde ich hier natürlich diese Daten bei Salesforce Ausgleich eintragen. Das heißt, ein mögliches oder ein Stop-Loss gebe ich hier bei 253 US-Dollar ein und ein Take-Profit, wie schon gesagt, das maximale Analystenziel gebe ich hier immer ein bei 350 US-Dollar. Und so rasch geht das und so ein Trade ist auch schon gestartet mit dem Ampelsystem. Wie schon gesagt, sehr rasch, sehr einfach. Salesforce eben ein Unternehmen, das im Cloud Computing Bereich tätig ist und in der aktuellen Situation auch ein sehr spannendes Chart mit sich bringt. Einmal natürlich mit diesen Bollinger Bändern und den Ausbruch der Bollinger Bändern, aber auch das Kreuzen, das Positive des MACD. Und wenn man sich die Analysten ansieht
dann ist es natürlich auch mit 350 das maximale Kursziel sehr, sehr spannend. 242 das minimale Kursziel. Das ist ja auch gleich sozusagen hier ums Eck. Da könnte noch viel Potenzial gegeben sein. Betrachtet man rein das Unternehmen und dann noch dieses Breakaway Gap, das ich Ihnen hier mit dieser gelben Ellipse eingezeichnet habe. Ja, so schnell geht's in der X-Station. Man quatscht ein bisschen sozusagen über ein Thema, über deine Aktie, über einen Wert und ein Trade ist damit auch gestartet. Aber Salesforce nicht das einzige Unternehmen, das hier spannend ist im Bereich Cloud Computing, natürlich auch Oracle, ein Unternehmen, ein multinationaler Computertechnologiekonzern. Hier wird das Quartal oder sind die nächsten Quartalsberichte am 16. September fällig. Aktuell eine Seitwärtsbewegung, wenn es hier um die Bollinger Bänder geht, aktuell eine leichte Einengung. Spannend sind hier jedenfalls die Analystenziele. Das niedrigste Analystenziel aktuell liegt bei 30 US-Dollar. Das maximale Kursziel liegt bei 113 US-Dollar und das durchschnittliche bei 78 US-Dollar. Ja, aktuell weiterhin in einer steigenden Bewegung, liegt auch um den maximalen oder um das All-Time-High herum. Aber für mich hier ein bisschen, oder gilt hier noch ein wenig abzuwarten, aufgrund auch der aktuellen Situation. Spannend würde für mich Oracle insbesondere bei einem Ausbruch über diese möglichen Widerstände vom 7., vom 20., 22., 23. Juli beziehungsweise vom 17. August, ein Ausbruch hier würde auch einen Ausbruch aus den Bollinger Bändern bedeuten. Und dann wäre das Unternehmen auch aufgrund des maximalen Analystenziels von 113 US-Dollar durchaus eine spannende Idee. Ein weiteres Unternehmen im Cloud-Computing-Bereich ist SAP, ein deutscher multinationaler Softwarekonzern, Marktkapitalisierung 175 Milliarden Euro. Wir stimmen der Analysten, 75 Euro das niedrigste Kursziel, 154 Euro das maximale Kursziel. Aus meiner Sicht natürlich ebenfalls eine schöne ansteigende Bewegung hier bei SAP. Nächstes Ziel könnte durchaus dieser Wert bzw. dieser Widerstand um den September 2020 sein. Hier kam es ja zu einem regelrechten Kurssturz. Hier arbeitet sich SAP funktional regelmäßig oder sehr gut zurück. Auch ein Ausbruch aus den Bollinger Bändern, ebenfalls same wie bei Oracle, das hier dann eher zu einem charttechnischen Einstieg aus meiner Sicht führen würde. Aktuell ist es natürlich weiter auch ein spannendes Unternehmen, aber verglichen mit Salesforce würde ich hier Salesforce durchaus bevorzugen. Adobe ebenfalls ein Unternehmen mit einem aktuell sehr, sehr starken Trend, im All-Time-High verhaftet, maximales Kursziel 750 US-Dollar, niedrigstes Kursziel 55 US-Dollar, im Cloud-Computing-Bereich sehr, sehr stark. Am 19. August wurden hier die letzten Zahlen bekannt gegeben, auch die waren sehr spannend bei Adobe. Es hat hier eben ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 24% gegeben. Das führt jetzt zu einer Marktkapitalisierung von 311 Milliarden US-Dollar. Aktuell, Sie sehen es hier, die Einengung der Bollinger Bänder und der aktuelle Ausbruch. Also auch hier durchaus ein Trading-Wert, den man hier traden könnte. Aufgrund auch der Einengung finde ich das auch sehr, sehr spannend, der Adobe hier in den engeren Fokus zu halten. Ein weiteres Unternehmen ist ServiceNow. ServiceNow ebenfalls, Sie sehen es, in so einer Bollinger Ausbruchbewegung, und das haben jetzt die Cloud Computing Unternehmen durchaus alle fast gemein, mit einem Kursziel oder einem maximalen Kursziel von 746 US-Dollar, 580 US-Dollar das minimale Kursziel. Also hier ServiceNow ebenfalls ein Unternehmen, das durchaus in oder ein möglicher Trade wert sein könnte. Wie könnte das hier aussehen? Ja, hier würde ich ein Stop-Loss
vielleicht etwas unter diesem Bollinger Mittel sehen, weil hier eben auch der Ausbruch in diesen zwei Kerzen insbesondere geleitet wurde, also ein mögliches Stop-Loss vielleicht um 590 US-Dollar und dann eben ein Anpassen des Stop-Loss bei weiter steigenden Kursen in der Folge. Und auch natürlich sehr, sehr spannend, hat ebenfalls ein Umsatzwachstum, ein jährliches aktuell angegeben von 31%. Und Sie sehen, alle Cloud-Computing-Unternehmen sind hier auch mit den Aussichten sehr, sehr gut unterwegs. Und eines der letzten, die ich hier mitgenommen habe, ist Workday. Workday aktuell mit einem regelrechten Ausbruch Personal, beziehungsweise im Personalwesen und Finanzwesen ja insbesondere verhaftet, hat ein Gewinnwachstum oder einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 18,7% erreicht, gestern die Zahlen geliefert und heute dieses Mega-Ausbruch-Gap generiert. Ja, hier müsste man sich überlegen, ob man hier auf einen eventuellen Rücksetzer spekulieren könnte, wenn der denn kommt. Maximales Kursziel ist nämlich bei 320 US-Dollar. Durchschnittlich ist 276 US-Dollar. Also der Kurs bewegt sich hier sukzessive auf dieses Kursziel hier, auf das durchschnittliche Kursziel hin. Und bemerkenswert ist auch dieses brutale, würde ich sagen, Breakaway-Gap, das sich hier insbesondere in den letzten oder in den letzten Stunden entwickeln konnte mit dem heutigen Tag. Ja, diese Unternehmen sind eben im Bereich Cloud Computing heute mit dabei bei Finanzen am Freitag. Eins ist noch mit auch, das ist eben Palantir. Palantir finde ich auch immer sehr spannendes Unternehmen von Peter Thiel. Will ich hier gar nicht sehr viel weiter eingehen, war Themengebiet bei eben einem Blogartikel von Sotravo. Wenn Sie Lust und Laune haben, können Sie hier mehr nachlesen. Ich denke, heute haben wir wieder einige spannende Unternehmen analysiert, einen netten Trade hier insbesondere auch gestartet, wenn es um Salesforce geht. Ich denke, hier eine nette Idee, die hier losgetreten ist und die man dann in den nächsten Tagen beziehungsweise bei den nächsten Finanzen am Freitag dann weiter betrachten werden. Und in diesem Sinne, ja, freue ich mich, dass Sie heute wieder dabei gewesen sind bei Finanzen am Freitag mit XTB beziehungsweise mit mir, Richie Richard Dobitzberger, als Moderator. Und wenn Sie Lust und Laune haben, sotravo.com ist eben der Blog, den ich betreue. Da können Sie auch immer wieder Hintergrundinformationen und spannende Themen zu den einzelnen Trading Topics erfahren. Und das nächste Finanzen am Freitag mit XTB findet am 10. September um 17 Uhr statt. Und da freue ich mich, wenn Sie schon wieder oder wenn Sie da wieder dabei sind. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Finanzen am Freitag. Und bis dahin bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte auch die eine oder andere Idee für Sie hier mit generieren. Und in diesem Sinne alles, alles Gute, gesund bleiben. Servus aus Wien. Bis zum nächsten Mal bei Finanzen am Freitag. Herzlichen Dank. Ihr Richard Ritschi-Dobitzberger.